Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Keep Talking and Nobody Explode. Denn heute ist Dienstag, heute ist Bomb Diffuse Day und der Möller, der hilft mir dabei. Natürlich, immer lieben gerne. So, und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Bombe, die Seite 2. Und something different. Okay, wir haben 5 Minuten Zeit, 3 Module, 3 Strikes. Ja. Kriegen wir hin. Grisch mal hin. Sagt er. So. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt. So, Kabel. Kabel, ja, wie viel hast du? 6 Stück. Ist ein gelbes Kabel da? Ja, eins. Gibt es mehr als ein weißes Kabel? Nein. Gibt es ein rotes Kabel? Ja, eins. Das letzte Kabel durchschneiden. Na. Hast du geschnitten? Nee, war falsch. Ansonsten das vierte Kabel. Ach, das vierte Kabel. Oh, verdammt. Jetzt habe ich 2 Fehler gemacht. Okay, wir haben nochmal Kabel, aber diesmal von oben nach unten. Oben nach unten. Okay. Warum hatten dich vorhin eigentlich in deinem Part die Uhr und sowas nicht abgelenkt? Eigentlich unfair. Und dann im Kabel, pro Kabel, LED-Symbol, Kombination, ziehe sich das, wenn dir ganze Hilfe, okay, ein Kabel kann mit mehreren Farben gestreift sein. Ja. Wir haben 6 Kabel. Sekunde, ich muss mal durch. Ja, mit Rotmarkierung. Ich verstehe es nicht. Sieh Anhang B für eine Referenz. Boah, ich hab's total verkackt bei den Kabeln, ey. Das gibt's gar nicht. Hat ein Kabel eine rote Markierung? 2. 2? Oder was meinst du mit Markierung? Streifen? Ja, 2. Kabel durchschneiden, wenn die letzte Ziffer der Seriennummer gerade ist. Ist deine Seriennummer, gerade. Hinten, die letzte. Kabel durchschneiden. Welches? S. Was? S. Wie S? Ist ein LED an bei dem roten? Beim vierten. Gut, kreuz die mit dem LED. Kreuz die mit dem LED? Ja. Oh, ich bin hochgegangen. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Alter, was? Was? Kreuz die mit dem LED. Hä? Okay, das glaube ich aber bei der Reise ganz gerafft. Alter Schwede. Oh, okay. Bombe geht wieder los. Und zwar haben wir wieder Kabel. Und zwar die normalen Kabel. 6 Stück. Haben wir auch die roten, also von oben nach unten? Ja, die normalen. Ach so, haben wir auch die mit den... das ist diesmal nicht dabei. Gut, 6 von den anderen. Ja. Ist da ein gelbes dabei? Ja, 1. Gibt es mehr als ein weißes? Ja. Das vierte durchschneiden. Ja, war richtig. So, jetzt haben wir aber trotzdem Kabel. Und zwar so über Kreuz gehende. 1 an der Seite. Also es sind so... Warte. 1, 2, 3 warte, ABC. Ja. Paneele. Gleichzeitig sichtbar. Wenn Sie zum nächsten Panel fallen nach unten drücken, bla bla bla. Gut. Gibt es da rote Kabel? Nein. Blaue Kabel? Ja, 1. Also sind 2 Kabel insgesamt. Falls gut. Ist das... Wo ist das blaue Kabel angedockt? Und zwar 1B.
1B. Wo muss das denn hin? Kabelvorkommen 1B. Und das und andere? Das schwarze Kabel ist auf der 3A. 3A. Mach mal das schwarze 3B. Oh, jetzt habe ich bloß durchgeschnitten. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß sogar, wie das funktioniert. Ich habe jetzt irgendwie... Alter, was muss ich machen? Ja, Pfeil nach oben oder sowas. Okay, pass auf, jetzt habe ich... irgendwie habe ich jetzt keine Ahnung, ich habe es geschafft irgendwie. Und zwar habe ich jetzt 5C und 6C. Blaues und rotes Kabel. Blaues und rotes, beides auf 5C. Nein, 5C und das rote ist auf 6C. Beides ist auf C, aber 5 und 6. Blau 5. Machst du beide auf B. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ja, durchschneiden. Ach, ich habe hier verschiedene Module. Alter, schafft das überhaupt nicht. So, jetzt habe ich das nächste. Und zwar 7A habe ich blaues Kabel und 8C ein rotes Kabel. 7A. Und 8C. 8C? Von was? Beides blau? Rotes Kabel. 8C. Beides durchschneiden. Ja, ich schneide die ganze Zeit durch. Ja. Oh, scheiße, das war falsch. Ich bin hochgegangen. Ich habe das jetzt nicht gerafft. Ich habe ja nicht mal gewusst, wie ich die anderen jetzt überhaupt gemacht habe. Ich habe zweimal richtig gehabt und ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Du sagst, okay. Ich soll die irgendwie umstecken, schneide die durch, fertig. Okay, das war... Alter, was? Okay, Simon Says. Jetzt muss ich wieder suchen. So, sag an. Also wir haben ein Vokal. Ja. Wir haben keinen Fehler und es blinkert das Grüne. Gelb. So, grün, grün. Also gelb, gelb. Genau. So, Grün, grün, blau. Grün, grün, blau. Dann ist das gelb, gelb, rot. Okay. Grün, grün, blau, blau. Also. Ja. Gelb, gelb, rot, rot. Jo, geschafft. Wieder Kabel, aber die ganz normalen. 6 Stück. Ja. Hast du ein gelbes? Nein. Sind die zwei letzten... Die letzte Ziffer der Seriennummer, ist die ungerade? Warte, ich muss kurz den Stecker ausmachen. Die letzte Ziffer ist ungerade. Wenn es kein gelbes Kabel gibt und die letzte Ziffer Seriennummer ungerade ist, ja, dritte Kabel durchschneiden. Alter, jetzt sehe ich nichts mehr. So, okay, war richtig. Als nächstes haben wir wieder... Oh, nee, wieder mit den Verkabelungen, mit den Buchstaben. Ist mit den komischen, ich sag mal, LAN-Steckern. Also gut, sag an. Also 1, 2, 3 und A, B, C. So, ja. Okay, wir haben zwei Kabel. Ja. Da haben wir ein blaues. Rot oder blau? Blau und schwarz. Blau und schwarz. Ja, wo? Wo, wo? Okay, das blaue Kabel ist von 2 auf B. Ja. Und das andere, das schwarze Kabel, ist von 3 auf B. Blau durchschneiden. Okay. Nein, war falsch. Okay. Muss ich denn? Ach so, ich muss beide durchschneiden. Ach so. So, jetzt habe ich hier zwei rote Kabel, ein blaues Kabel. Und zwar geht das eine rote Kabel von 4 auf C. 4 auf C, okay. Dann weiter. Geht das blaue Kabel von 5 auf A. Warte, erst die roten. Ach so. Okay, dann also 4 auf C und 6 auf B. Rot kann weg. Welches? Was ist blau? Welches von den roten? Beide. Und jetzt blau ist von 5 auf A. Kann weg. Okay. Jetzt haben wir nur schwarze Kabel, zwei schwarze. Sehr schön. Und zwar von 7 auf C
und von 7 auf was? Auf C. Weg. Und wir haben 9 auf B. Weg. Okay, jetzt haben wir ein schwarzes und ein blaues Kabel. Und zwar... Ja, schwarz. Okay, schwarz geht von 10 auf B. 10? 10 auf B, ja. Ich habe hier keine 10. Dann nehmen wir blau. Blau ist von 12 auf C. Ich habe ja auch kein 12. Nächste, würde ich sagen. Ja, das war richtig. So, fertig. Haben wir gewonnen schon. Also, das war jetzt so, hä? Und ich habe nichts verstanden. Mir geht's genauso. Ich habe einfach immer gesagt, oh, mach weg. Hab's wieder rausgeschnitten. Okay. Dann haben wir auch die Bombe entschärft. Keine Ahnung, wie wir es gemacht haben. Aber wir haben noch 1:16 Zeit gehabt. Ja, würde ich sagen, war's das schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder und hören uns natürlich am Donnerstag wieder bei Möller. Bis denn. Tschüss. Tausend.